In Schleswig-Holstein haben wir glücklicherweise nicht mehr so die akute Situation, dass viele Schulen irgendwie von der Schließung bedroht sind. Das war vor 5 bis 10 Jahren mehr der Fall gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es aber Schulen, die zu klein langsam sind von der Schülerzahl und dass sie eine langfristige Perspektive haben. Wobei man auch berücksichtigen muss, dass durch Zuwanderung auch mehr Schülerinnen und Schüler da sein werden und deswegen aus Sicht der Freien Demokraten machen wir hier keine weitere Schule dicht. Eine Möglichkeit, das ein bisschen auszugleichen, die wir als Freie Demokraten auch nicht schlecht finden, ist, dass es in private Trägerschaft überführt wird. Ich kenne eine Schule im Rendsburg-Eckernförde, eine Grundschule, die dadurch gerettet wurde, dass sie durch einen privaten Förderverein übernommen wurde und somit dann den Schulbetrieb aufrechterhalten konnte. Auch dann ein wichtiger Aspekt. Eine breite Schullandschaft, auch private Schulträger, wie beispielsweise die Waldorfschulen, die privat sind. Das ist gut für unser Schulsystem, dass wir da ein schönes Angebot haben.